Sehr verehrtes Volk, ich, König Harold Shirley, präsentiere Ihnen das nächste Video. Okay, danke, reicht. Jetzt hören wir auch auf jetzt. Gut, hier. Schluss jetzt hier, Ende aus. So. Mann. Fand das gerade noch ziemlich cool. So, ja. Von mir herzlich willkommen zum nächsten, nein. Was sag ich immer? Ach ja. Willkommen zurück zu Dragonborn Online. So, jetzt habe ich es aber. Meine Güte. So, jetzt aber. Ja, genau. Dragan Zwischenstand. Dragan ist jetzt, ja, das wäre dann so fertig. Hier läuft noch 8 Stunden. Also heute Abend läuft das irgendwann aus. Um 19 Uhr genau zu sein. Und ich wollte einmal zeigen, was ich so bekommen habe. Und ich wollte nur ein kleines Fazit zu dem ganzen Event ziehen. Ein persönliches Fazit. So, genau, ich habe noch ein paar Fluchtpennen übrig, noch eine Fluchtpenne für Hart. So, und zwar ist das hier mein Endstand. Ja. Wie gesagt, das ist das komplette Set von Dragan, alles auf Rang 3. Das ist das komplette Set von der Spinne, alles auf Rang 3. Hab die letzten heute Nacht fertig gemacht. Die letzten Schultern fehlten. Mir fehlten noch 5 Schultern, die relativ gut gedroppt letztlich. Und seitdem habe ich auch alles auf Rang 3. Und ich habe diese tolle, schöne Spinne. Juhu, juhu. Bup. Ja, ist jetzt, ja, ne? Das ist so Geschmackssache. Ja, und hier habe ich mich nicht weiter darum gekümmert, habe sowieso gehört, dass sie extrem schlecht droppen, deswegen habe ich mich gar nicht weiter interessiert. Außer jetzt die Frage, da ist noch eine Waffe hier oben da, der Zwischengarde, ne? So, das ist nämlich Drachenflügelzepter. Ist die Frage, warum packe ich das zu den Dragon-Sachen? Ganz einfach, weil ich das gestern im allerletzten Run habe ich das gefunden. Das Zepter. Ist halt dieses random Set für Level 50. Also gibt es noch einen Codex, also Waffen. Waffen ist ja schon hier ein Buch. Und ja, zusammen muss man sagen, ist es eigentlich relativ geil. So magische Schüsse versuchen das 100% Feuerschaden. Und für Gegner im Verlauf von 3 Sekunden nochmal 100% deines Grundschadens als Feuerschaden hinzu. Ist eigentlich ganz cool. Muss ich sagen. Aber wie gesagt, dazu brauche ich das zweite Teil, um es mal austesten zu können. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Also die Waffe an sich, boah, da ist ein Crit drauf. Relativ viel Angriffsgeschwindigkeit, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, was davon das Max ist. Ich habe davon keine Ahnung, weil es ganz plötzlich gedroppt. Ja, sieht so aus. Wenn man vielleicht noch ein Buch oder was anderes dazu trägt. Ja. Denk mal, wenn die eingefärbt ist, sieht das sicherlich ganz cool aus, oder? Wo haben wir denn... Wo haben wir eine Einfärbung an Hirten? So schön rot. Ja, so sehen die eigentlich ganz cool aus. Und dann schicken grün. Nee, okay. Ja, egal. Auf jeden Fall, das ist so die Waffe, die ich halt noch gefunden habe. Ist, denke ich mal, ja, netter Tropfen nebenbei. Dann habe ich ja hier halt meine Draken, meine über 25.000 Draken. Ich hatte jetzt Anfang 5.200 Draken, ganz genau, das weiß ich noch. Die beiden, die Draken, die hier schon dabei sind, habe ich durch die beiden Mini-Challenges gekriegt. Und wenn ich das noch einlöse, komme ich auf 31.006 Draken. Das macht einen Plus von 25.806 Draken. Ja. Nur allein in dem Dragon-Event. Allein in den 2 Wochen. Und... ja genau. Die Glyphen wollte ich noch ansprechen, die ich bei Dragon gesammelt habe. Ich habe jetzt meine Waffe auf 54. Die war, ganz zu Anfang war die auf 52. Und ich hatte hier... Das Ding hatte ich auch auf 50. Hatte ich 50, hatte ich auf 50. Wenn man jetzt mal guckt, hier sind 2 Millionen drinne, hier sind 2 Millionen drinne, hier sind 8 Runden, auch mal 10 Millionen, plus das hier, plus 43 Millionen Runden, wir mal so ungefähr auf 53 Millionen. Ich hätte ganz zu Anfang 32 Millionen, bevor ich das Event gestartet ist. Das heißt, ich habe in den 2 Wochen 21 Millionen Glyphen gefarmt. Würde eine oder andere sagen, ist jetzt nicht viel, aber für mich persönlich, ich hatte vorher, wenn man es jetzt mal so überlegt, ich hatte vorher, ich spiele jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr Drachensang. Hatte vorher 32 Millionen Glyphen. So, zweieinhalb Jahren ist nicht viel, gebe ich zu. Ist relativ wenig. So, jetzt habe ich innerhalb von 2 Wochen 21 Millionen Glyphen dazu bekommen. Das ist für mich schon verdammt viel. Ja, wie gesagt, das ist das schicke neue Set. Ich muss mal eben mein Kostüm ausziehen. So sehe ich vorher aus. Zack, 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 zack. So sehe ich jetzt aus. Ja, so sehe ich jetzt aus. Sieht ein bisschen komisch aus, aber kann man sich ja mal geben, ne? Wenn ich das mal so an
gucke. Ich gehe mir kurz. Na, ich gehe mal hier irgendwo anders hin. Wo jetzt nicht PvP gespielt wird. So. So, und das Schöne ist mit dem Set. Ich kann damit schön ganz schön Unsinn machen. Wo bist du denn? Hier. Einmal die 300 roten Essenzen reingeballert. So. Und der 3er-Set vom Dagan ist ja dieser. Wegen Teleport-Einsätze entsteht Energiekreis um dich herum, bla bla bla. Hat man sicherlich schon ein paar Mal gesehen. Und finde ich an sich eigentlich ehrlich gesagt ganz lustig. Weil du gehst einfach irgendwo hin, wo Monster sind. Jetzt komm ich. Pull mal ein paar zusammen. Ja, hier. Fein. Mach einen Teleport. Alles weg. Den hat auch nochmal erwischt. Und das Schöne ist, das kostet keine einzige rote Essenz. Hoppla. Also ist fürs Spielen, denke ich mal, ganz nett, aber ansonsten brauche ich das eher nicht. So, des Weiteren ist das der andere Set-Bonus. Ich scale mich hier oben auf ein bisschen Verteidigung. Jetzt habe ich 67% Block. Das müsste erstmal reichen, was zu zeigen. Ist halt, dass ich was blocken kann. Moment, ich zeige es dir nochmal eben. Das war so ein Teil. Hat mir fehlt ein Teil. Oh. So, Entschuldigung. So, genau. Jeder Block gibt mir 5 Sekunden lang 3 Grad Schutz. Dieser Effekt ist mit 25 Mal stärker. Und da sieht man, was man bekommt. Blockstärke, erhöhte Rüstung, erhöhter Widerstand, erhöhter Schaden. Ich lasse das hier mal nebenbei auf, damit ich mir mal angucken kann, wie viel das bringt. Ich mache hier aber keinen Teleport, sonst sind wir ja tot. Haben wir irgendwo ein paar Monsterchen? Ein paar Monster. Jo, einmal schon geblockt. Komm mal her. Triff mich nicht. Hier, treff mich mal. Ja, so will ich das sehen, genau. So ist gut. So, und man sieht. Und na, ich blocke nicht mehr. Ja, ich blocke wieder. Man sieht, es steigt und steigt und steigt. Ich bin gerade bei 12. Jetzt sind wir bei 20. So, 25 Mal gestapelt. Das ist quasi das Max, was man rauskriegen kann. Ist für Kugelmagier, also überhaupt für Kugelspieler oder Schildspieler, übelst genial, finde ich. Ja, komm jetzt hier. Keine roten Essenzen drin, die ganze Zeit reinmache. Ist das was? Nö. Ja, wenn es nicht abklingt. Na komm, zack. Habe ich wieder deutlich weniger. In allen Sachen. Ja, das ist halt so. Schnauzdale. Das ist halt so der Effekt für das zweite Teil. Finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Wenn man jetzt mit einer Kugel spielen würde im PvP, was halt durchaus einige tun. So, was jetzt wieder anziehen? Das Ding kommt noch nach hier vorne. So. Passt da wieder an? Nein. Warum habe ich jetzt angeklickt? Ich kann mal anklicken. Okay. Okay, danke, Reich. So. Boah, ich mag die Musik nicht. Finde ich grauenhaft. Zack. So, ja. Das war es im Prinzip soweit zum Zeigen. Ich glaube, die Spinne habe ich ja schon gezeigt. Jetzt ist sie weg. Ich finde die einfach nur hässlich, ehrlich gesagt. Ich finde die einfach nur hässlich. So, und ja, jetzt zu meinem persönlichen Fazit von Dragan an sich. Also von dem typischen Kostüm hier. Muss man sagen. Also, fangen wir an mit den Draken. Die Draken sind natürlich extrem erhöht worden. Ich habe jetzt innerhalb von 2 Wochen fast 26.000 Draken gemacht. Und es gibt wirklich Leute, die haben wirklich 40.000, 50.000. Die Leute gibt es natürlich auch. Ist extrem viel, muss man sagen. In Richtung Mob. 26.000 Draken ist extrem viel, finde ich. Und ich finde es, ehrlich gesagt, fast ein bisschen zu viel. Für die einen oder anderen ist es sicherlich ganz, ganz toll, dass es so viele Draken gab. Weil dann konnten sie ganz locker das Set hier farmen. Also das hier. Das alte Dragan-Set, weil das gibt's ja nicht mehr. Und konnten sich das für 19.200 Draken konnten sich das mal ebenso nebenbei holen. Also manche. Nicht, natürlich nicht alle, ganz klar, aber manche konnten sie das holen. Aber ich find's trotzdem, es ist ein bisschen viel Draken, weil es ist jetzt alles relativ entwertet. Also es gab vorher auch Leute, die hatten sich extra, sind 10.000, 15.000 Draken zusammengefahren, teilweise auch 20.000, bis einer hatte sogar 40.000, das weiß ich.
Grüße an meinen Gildenmeister, genau, der war es nämlich. Er hat 40.000 Draken gefarmt. Über die Zeit. Und jetzt gibt es ein Event und jetzt kann man sich jetzt alles mal zack in eins holen. Ist relativ entwertet, würde ich sagen. Aber solange sie die Sachen hier nicht teurer machen, ja, ich würde sagen, gönnen wir das jedem wirklich, der jetzt sich die ein oder andere Glücksfeder kauft, die unbedingt braucht, gönnen wir denen das. Also ganz ehrlich, mir ist es ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich finde es trotzdem, ist es ein bisschen entwertet. Aber es ist nicht so, als würde ich jetzt das keinen gönnen. Also wie gesagt, ich, ja, ne? Das ist sowas für den Draken. Glyphen. Werde weniger Glyphen. Mach ich so einen Kraft unten. Glyphen, ich gesagt, ich habe ja 21 Millionen gesammelt. Gibt sicherlich noch welche, die haben mehr gesammelt. Sicherlich welche haben weniger gesammelt. Ich finde es, sagen wir so, sehr gut, dass die das so umgestellt haben, dass bei Dragan Fatal auch wirklich mal 2 bis 3 Leges droppen, teilweise 4. Einer hat da, glaube ich, 5 Leges gedroppt. Finde ich auch wirklich sehr gut, dass sie das angepasst haben, den Zwischenwelten, dass sie stärker sind, dass sie auch wirklich mehr droppen. Also die Drops sind definitiv in Ordnung. Was ich auch sehr geil finde, muss ich mal definitiv sagen, sind die Fluchperlen, die auf der Hardnap wirklich deutlich besser droppen. Es gab früher immer nur 2 oder 3 Fluchperlen in den anderen Draken-Events. Jetzt gibt es, glaube ich, 2, 3, 6 gibt es welche. 4, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, das sind deutlich mehr Fluchperlen, die droppen. Muss ich deutlich mal sagen. Ist viel besser geworden. Mit den Fluchperlen. Weil früher hat man echt teilweise solche, ja, ich fahre mal eben nochmal Fluchperlen, damit ich morgen 3-mal zu Dragan kann. Weißt du, solche Sachen. Jetzt, also ich konnte fast immer durchrennen, ohne wirklich Fluchperlen zu fahren. Das war auch echt genial. Muss man mal sagen. Das hat echt, das war echt schön. Das war definitiv positiv dazu. Denn, zu dem neuen Set. So, das neue Set ist nicht übertrieben, denke ich mal. Ich war noch nicht im PvP, ich weiß nicht, wie sich das hier auswirkt. Also das Death-Set, keine Ahnung. Ich finde, das Angriffsset ist nicht übertrieben. Es ist auch nicht richtig scheiße. Es ist so ein Mittelding, es ist völlig in Ordnung. Ich werde es nicht tragen, ich habe es mal ungefähr ausgetestet. Das lohnt sich überhaupt nicht für mich. Ich würde zwar deutlich mehr Schaden bekommen, aber dafür wäre so... Allein schon wegen den Handschuhen wäre mein Speed weg. Ich müsste ein Speed weg von runtergehen. Also ich kann es aber eben zeigen. Ich habe jetzt 6280 Schaden und... Wo haben wir das denn? Das ist das hier. So, ich komme auf 6700, 5200, also es sind ungefähr 400 bis 500 Schaden mehr. Dafür aber ein Speed Breakpoint weniger, beziehungsweise fast, also in dem Fall jetzt 2, müssen wir ein bisschen umskillen, wieder auf Leben skillen. Damit das wieder reingeht und das lohnt sich nicht. Vor allem wäre auch mein Grimmark-Set weg. Also von daher, für mich lohnt sich jetzt momentan überhaupt nicht. Ich hab's jetzt zwar, schön, wenn ich es irgendwann mal gebrochen werde, ist okay, aber momentan lohnt es jetzt überhaupt nicht für mich. So, dieses Set, ich hab's noch nicht getestet im PvP. Geil finde ich den Mantel mit den vielen Widerständen. Ich weiß aber nicht, wie stark OP das jetzt ist im PvP. Ich habe noch nicht seitdem PvP gespielt. Würde mir aber denken, dass das relativ stark ist. Definitiv. Ich meine, gut, jetzt können die Dragan an sich nicht mehr nutzen, das Dragan-Set. Die PvP-Spiele, die vorher mit Element Kugel gespielt haben, das heißt, hier ist ein bisschen was an Blockwertung und Blockmenge weg. Auch ein bisschen Rüstung weg. Haben dafür... Aber das Set, was ja auch ein bisschen blockt, also plus 0,25 Blockstärke hat das insgesamt und 1500 Block. Ich kann das mal kurz anziehen. Das heißt, man kommt jetzt auf 13,52 Blockstärke und 35% im Vergleich. Ich muss jetzt ungefähr ein bisschen runterrechnen. Das sind, glaube ich, ja, das waren 1500, ne? Ich glaube, die Blockstärke ist dann hier bei 15% oder sowas. Aber wie gesagt, die Blockwertung ist bei 15%, aber die Blockstärke sind 37 bis 35. Naja, ist ungefähr dasselbe. Also, ne? Ich denke mal, für Kugel spielt er sicherlich ganz toll. Oh, wird man da mal sehen. Also das Set an sich ist in Ordnung. Und alle, die halt rumgemeckert haben, wegen, gibt das alte Dragan wieder, das alte Set. Ich will unbedingt das Set erfarmen. Ich muss sagen, ich hatte die 19.000 Draken. Die hatte ich deutlich schneller fertig als das erste Dragan-Set. Das hatte, glaube ich, mit 22.000 Draken hatte ich das ja fertig. Und dies ist relativ schnell gedroppt bei mir, in Anführungszeichen relativ schnell. Da hatte ich dann die letzten 4.000 Draken ungefähr gemacht. Also man kann sich das alte... In meinem Falle konnte ich mir das alte Set jetzt viel schneller erfahren. Ich hatte das jetzt schon vorher, von daher war mir das ziemlich egal. Aber ich konnte mir das alte Set schneller erfahren. Von daher
Es ist nicht eine einzige Person, die ich verstehen kann, die sagt, gib das alte Dragon-Set wieder, das war viel besser. Also, ne? Ich konnte das alte schneller erfahren als das neue. Ja, zu dem Siegerring, den... Ja. Hätte ich ganz gerne. 800 Crit, 350 Rüstung und ein kleiner schwarzer Ritter. Würde mir sehr gut tun. Den kann man aber erst nach mehreren Dragan-Events finden, weil es gibt in jedem Dragan-Event gibt es nur zwei Stufe 1 Ringe. Wo habe ich den überhaupt gelassen? Ich habe die irgendwo hingetan. Da. Es gibt nur zwei Stufe 1 Ringe. Und dafür braucht man 4 für die Stufe 2, dann nochmal 4 von Stufe 2 für einen des Level 3 Ring. Den hier. Ja. Braucht man jetzt quasi mehrere Dragan-Events, wenn es jedes Mal nur zwei Stück gibt. Das heißt, bei 16 Teilen, die man braucht, insgesamt bräuchte man, wenn man jetzt nochmal anfangen würde, noch weitere 8 Dragan-Events. Was relativ viel ist. Ja, des Weiteren heißt es ja, dass Dragan öfters kommen wird. Also meine offizielle Info, die ich habe, ist alle 3-4 Mal, genau. Ist 3-4 Mal im Jahr. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es jetzt alle 3-4 Monate sein muss. Es kann natürlich sein, wenn sie jetzt ein Event durchhaben, das Dragan-Event jetzt durchhaben, nach 2 Wochen, wenn es jetzt 2 Wochen läuft. Und dann kann es sein, dass sie nächsten Monat schon wiederkommen, weil einfach momentan keine anderen Events anstehen, wie jetzt in dem Falle zum Beispiel steht ja momentan das nächste Verteidiger-Event an für Jarlshofen. Und wenn einfach kein weiteres Event ansteht, dann werden sie wahrscheinlich vielleicht gleich nochmal Dragan bringen. Das kann natürlich sein. So kann es sein, dass es halt mal eine Pause von 6 Monaten gibt, wo es keinen Dragan gibt, und dann gibt es in den nächsten halb von diesen 2 Monaten gleich 2-mal Dragan. Dies ist natürlich möglich. Ja, gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges zu sagen an Fazit? Die Mini-Challenges, also diese fand ich relativ scheiße, ehrlich gesagt. Das war aber relativ unbedacht, weil hier einfach die Bäume, also das ist jetzt die Mellow-Träume, das ist in dem wilden Wald, da kamen einfach die Bäume, die mussten quasi immer zur Mitte hinzurennen. Da mussten sie halt vorher töten. So, und da gab es im Prinzip zwei wirkliche Fehler, also Bugs würde ich es noch nicht mal nennen, ich nenne es einfach unbedacht. Ich nenne es wirklich mal unbedacht. Es sind keine Bugs, Bugs sind so Fehler wie dieser braune Bildschirm oder so, das ist ein Bug. Und zwar einmal, die haben random Verzauberungen auf die Monster draufgeklatscht, was an sich erstmal in Ordnung ist, aber es gab auch Bäume, die hatten einen Speedbuff, weil sie konnten schneller rennen. Und die waren dann sofort da und die konntest du ganz schlecht umhauen. Vielleicht Solo konntest du gerade noch umhauen mit roten Essenzen, aber dann hattest du keine Zeit wie die anderen 4 Bäume. Und ich habe meistens in der 4er oder 5er Gruppe reingegangen. Dort hatten die dann so viel Leben, es ging nicht. Es ging einfach nicht. Selbst mit dem Zwerg, der 7000 Grundschaden hatte, der hatte nicht platt gekriegt, weil die einfach so schnell gerannt sind. Der konnte einen Turm nach anderen aufstellen, der war sofort rausgerannt. So, und der zweite große Fehler war einfach, dass die Bäume teilweise einfach geplatzt sind. Weil sie bumm, fertig. Und du hast einfach kein Loot bekommen. Also die sind einfach so geplatzt, wenn sie irgendwo gegengerannt sind. Und manchmal sind sie nicht irgendwo gegengerannt. Das heißt, wir hatten wirklich pro Run hatten wir 1 bis 2 geplatzte Bäume. Pro Run, versteht sich. Wenn es gerade der Baum war, der am meisten gebracht hat, also der immer von ganz links kam, hatte es immer 50 Fortschritt weniger, was dann echt scheiße war. Ja, ansonsten, ach, jetzt haben wir gar nicht gezeigt, der Onyx-Schädel, 8% Lebenspunkte, da habe ich mir einen zweiten 20er gebastelt, hatte ich jetzt fertig. Jetzt habe ich 2 20er Lebenssteine pro Sekunde, ist für mich im PvP eigentlich relativ cool. Muss ich sagen, definitiv. Ja, die erste Challenge, gab es auch einen Fehler, das war wirklich mal ein Bug. Kann ich jetzt nicht mehr zeigen, die erste Challenge. Das war das mit dem Professor Yulov. Dazu muss ich sagen, an sich war die Challenge in Ordnung, die war nicht ganz so schwer. Nur der einzige Fehler, den es wirklich gab, der Bug, war, als wenn man zu Yulov reingelatscht ist, hat er Meteore gemacht. Die Meteore haben eingetroffen, egal wo man stand, selbst wenn man ausgewichen ist. Andersrum, der hat jetzt hingeschossen zum Shop. Und du würdest hier stehen, bei der Fluchperle. Der hat dich trotzdem getroffen. Obwohl das hier, ne, kilometerweiter Unterschied war. Der hat dich immer getroffen, bei den Meteoren. Und das war relativ, ehrlich gesagt, relativ lästig. Die konnte man zwar mit einem gewissen Trick umnieten, den sage ich jetzt nicht. Die meisten kennen den eh schon. Wenn dann jemand in die Kommentare schreibt, werde ich sofort löschen. Aber das ist ja auch im Prinzip nicht das Wahre. Das ist ja nicht Ziel des Spiels, dass man wirklich sowas hat. Ja, die nächsten beiden Herausforderungen, die es geben wird im nächsten Dragan-Event, ist einmal der Geflechtsplatz. Ja, da kann man sich gegenseitig die Haare flechten. Nein, der Gefechtsplatz.
Den kennt man sicherlich schon, wo man den Gefechtsplatz hat, den großen Kreis, wo man alles umnieten muss. Den finde ich eigentlich auch am interessantesten, ehrlich gesagt. Und Mystras bei Nacht. So. Ja, wird man aber alles noch sehen. So, des Weiteren, sonst irgendwas Besonderes. Ja, den hatte ich schon einmal nicht weggeschmissen. Wie gesagt, der Siegerring. Hat die alles erzählt. Genau. Wie gesagt, es gab viele Rumpeln, das auch. Nein. Es gab viele Draken, es gab viele Glyphen, die habe ich alle reingetan. Es gibt relativ viele Andermant. Ich habe da schon, muss noch ungefähr 20.000 Andermant dazuziehen, weil ich alles an den Seelenschein ausgegeben habe, weil ich echt teilweise Gruppen hatte. So Random-Gruppen, wo der, ne, im Chat gesagt, ja. Nur HX. Das hat schön. Wo wirklich gesagt hat, ja, hier drei Bosse und genau, sowas wie Dragan, zwei da, ne? Und gesagt, ja, nee, komm, ich geh mit, ne? Die wollten alle auf Fatal. Und gerade wenn man auf Fatal spielt, selbst wenn man den besten Spieler hat, es gibt mal wirklich einen, den einen oder anderen, der stirbt weg. Klar, ist völlig normal, gerade wenn Dragan mal auf dem Agro-Modus ist, mal irgendwo ausreißt, den DK und den einmal zuschlägt. Da habe ich auch 12.000 bis 13.000 Schaden reingekommen. So, und da war ich natürlich auch sofort tot mit meinen. In dem Fall noch 7.500 Lebenspunkte. Ich habe noch ein bisschen, ich habe mal noch zwei heilige Saphire gemacht. In dem Fall 7.500 Lebenspunkte, war ich natürlich auch sofort tot. Ganz klar. So, und dann hatte ich echt, weißt du, dann stehst du da, es sind zwei Leute tot. So, ein Zwerg und ein Magier oder so. Keine Ahnung, ist ja egal, wer tot war. So, dann stehst du da, schießt weiter auf Dragan drauf. Und, du hast ja schon die ganze Runde lang aufgehoben. Weißt du, du hast ja schon 10 Mal aufgehoben, echt, gefühlt. Ich hatte echt teilweise Noob-Gruppen, da hatte ich echt 35 Seelensteine verbraucht. War einer mitgezählt. So, und dann liegen die da rum. Gut, und du bist gerade, weißt du, angenommen, das hier ist das Feld, ne? Die ist ja, da, also hier ist der Rand, hier ist Dragan, hier ist die Mitte. So, und du stehst hier, kämpfst gerade Dragan, dort hinten liegen die alle tot. Hier ist der DK, der Tank, und hier ist noch irgendwie jemand anders, der drauf schießt. Und hier liegen noch zwei tot rum. Du bist auf der ganz anderen Seite. Schießt natürlich auch auf Dragan drauf. Denkst du, die beleben die wieder? Nee! Die haben den nicht wiederbelebt. Das musste ja immer ich machen. So habe ich echt. Und einmal habe ich 35 Seelensteine verbraucht. Wenn man das mit ihm rechnet, 35 mal 40 sind viel. Das sind über 1000 Andermann auf jeden Fall. 35 mal 40 macht 4, 8, 12. 14. 1400 Andermann. In einem Run verbraucht. Weil die einfach zu faul waren, die anderen aufzuheben. Das musste immer ich machen. Also deswegen habe ich wirklich ganz viele Andermann verbraucht. So, und ich merke schon wieder, ich laber schon wieder ganz viel Unsinn. Gold habe ich natürlich auch ganz viel bekommen, bin aber dabei ganz leider nebenbei am Craften. Wie gesagt, hier immer noch. Die Dinger kriege ich nicht zusammen, das klappt irgendwie überhaupt nicht. Und ich habe hier noch ein paar Torsi mir gefunden und zusammengecraftet. 1,66, habe ich auch, glaube ich, aus so einem blauen habe ich drüber gezogen. Und hier habe ich 2,66 aus einem grünen und einem blauen durch herausgezogen. Ja, und was habe ich auch versucht, mir zu craften. Ich habe ja noch eine gefunden, sieht man im anderen Würfelvideo. Habe übrigens auch über 1000 Würfel bekommen im Dragan-Event. Sieht man ja in den anderen beiden Videos, wie ich die aufmache. So, jetzt aber genug gelabert, jetzt ist aber hier schon, ne? Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ach, ich meine, 23 Minuten, jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt aber echt genug gelabert. Dann würde ich sagen, das war mein Endstand zu Dragan. Und mein Fazit zu Dragan. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Der Fake-Mob. Mach's gut. Tschüss.